organisatorische Dinge. Tülü, pülü. So, moin und willkommen an alle diejenigen, die das vielleicht über eine Art Archiv sehen, sei es auf Twitch oder auf YouTube. Wir befinden uns hier im Halbfinale, es treten an, Bait Them All, BTA auf der blauen Seite und Virtual Encounter Gaming auf der roten Seite hier auf der unteren Hälfte. Wir sehen auch, dass ein Spieler noch nicht ganz connected ist. Mal sehen, ob er da noch zurückkommt. Peric, was hältst du von der Gesamt-Team-Composition von BTR? Ja, eigentlich wieder sehr Standard-Setup eigentlich. Sag mal, Nami, Sona sind jetzt schon so relativ häufig gepickte Supports. Malphite haben wir ja heute schon auch ein paar Mal gesehen, war sehr gut. Shen auch immer gut. Zek sowieso. Ahri haben wir heute schon eine gute gespielte Ahri gesehen. Twisted Fate, auch im letzten Game von Virtual Encounter Gaming, was wir gecastet haben, war Twisted Fate sehr gut dabei, hat sehr gute Ganks gemacht, sehr gut die Ulti eingesetzt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den Ezreal, wenn ich ehrlich bin. Denn den haben wir heute nämlich noch gar nicht gesehen und ja, da muss man mal schauen, wie der sich hier so schlägt. Richtig, es kann natürlich sein, dass wir in den anderen Spielen häufiger zu sehen waren, aber diese beiden Teams haben wir schon in unterschiedlichen Etappen des Dr. Pepper Cups verfolgt und Ezreal war da wirklich ein sehr, sehr einsamer Pick, wurde nicht häufig verwendet. Ich habe auch mit Good Guy Dome nochmal vor dem Spiel so ein bisschen geredet, wir haben über das letzte Spiel gequatscht, was den Varus quasi anging. Wir haben den ja im letzten Spiel stark in Fokus genommen, was sein Verhalten angeht, aber er war auch wichtig, weil er auch entsprechend Probleme hat. Ezreal hat es da aber meiner Ansicht nach einfacher. Ich hoffe auch, dass der Malphite reingekommen ist. Nicht der Malphite, sondern... Ja, anscheinend nicht. Sondern Jarvan hatte das Problem gehabt. Hat natürlich gleich das Game gepaust. Er kam ja noch nicht mal rein. Und ja, es ist wieder der Klient. Also heute ist wirklich der Klient-Tag. Und ich bitte das auch unseren Zuschauern hier zu verzeihen. Ja, wir können da natürlich als Caster überhaupt nichts machen. Wir müssen uns dann natürlich... ja, nach denen richten. Man hat auch jetzt vor einigen Tagen, vor zwei Tagen glaube ich, auf der LCS, da waren ja auch irgendwie ein paar Stunden ziemliche Probleme, denn da war auch so ein Fehler aufgetreten bei einem Spiel der Pro-Gamer und da wurde auch für 2 oder 3 Stunden sogar, glaube ich, das Ganze, diese ganzen Spiele unterbrochen und da wurde dann an den Servern gearbeitet. Und ja, das mit dem Bugsplit und DDoS-Fehlern, das kommt ja relativ häufig vor. 3 Stunden ist natürlich tödlich. Also hier ist eine Pause kein Problem. Auch bei der SES werden kleine Pausen problemlos überbrückt. Aber man muss jetzt daran denken, dass halt wirklich Millionen Schäden dadurch entstehen, wenn 3 Stunden nicht gestreamt werden kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, man versucht die Zeit natürlich so sinnvoll wie möglich zu überbrücken. Spielt dann Musik ein, lässt den Leuten immer mal so eine kleine Info zukommen, was jetzt genau los ist, wie lange es noch dauern wird. Aber man kann den Leuten halt auch nicht mehr sagen, als man selber weiß. Richtig. Also man kann keine festen Versprechungen machen, wann jetzt alles wieder in Ordnung sein soll. Genau, mit sowas handelt man sich eigentlich mehr Probleme ein, als man es schafft. Deswegen werden wir auch keine Prognose geben und euch das so transparent wie möglich zu gestalten, indem ich immer wieder mal den Chat aktiviere und einfach sage, da und da, so sieht es gerade aus, hier und da, versucht gerade jemanden zu reconnecten und... Wir versuchen das aber so privat wie möglich zu halten. Also ich werde jetzt hier, ab und zu wird halt ein bisschen Quatsch in den Chat erzählt oder auch einige private Dinge. Und deswegen habe ich ihn auch deaktiviert, weil er zum Spiel ganz einfach nicht dazugehört, aber als eventuell nützliche Informationsbasis für euch dient. Weil das ist halt wichtig, das ist halt eine andere Streamform. Wir können uns schlecht mit der LCS vergleichen, das ist klar. Deswegen bin ich auch jedem so dermaßen verdammt dankbar, dass man hier hier zuschaut und uns dann auch entsprechend supportet. Ja, natürlich, gerade an den Tagen, wo die LCS gestreamt wird, wird natürlich auch immer sehr viel Augenmerk auf diese Pro-Gamer gelegt, dass sich da auf jeden Fall Leute dazu entscheiden, hier den Stream einzuschalten, finde ich auf jeden Fall auch super klasse. Mit den 2 Minuten Pause finde ich ehrlich gesagt sogar so ein bisschen sehr wenig. Also, dass da gesagt wurde in den Turnierregeln, es dürfen 2 Minuten Pause gemacht werden, ist, finde ich, schon echt ein bisschen sehr wenig. Richtig, also man hat auch da drinnen beschrieben, dass da gewisse Kulanzen ganz einfach erfolgen, aber ich gebe dir recht, also wenn es wirklich nur darum geht, das LOL zu restarten und vielleicht sogar irgendeine Warteschlange da einen erwartet, wobei man natürlich da, denke ich, kein Problem hat, aber es ist halt etwas, wogegen man nichts machen kann.
Und das ist ein Riesenproblem. Und jetzt wird auch unpaused. Der Vinci ist auf jeden Fall wieder da. Ich weiß nicht, ob man den Namen richtig ausspricht, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ja, ich denke mal, das wird ein sehr spannendes Spiel werden. Alle sehr hohe Elo-Bereiche, sehr, wir haben sie ja verfolgt, beide Teams sehr gut gespielt. In allen Spielen, die wir, glaube ich, von den Teams jetzt bis jetzt verfolgt haben, waren immer sehr gut unterwegs, haben die Gegner richtig schön in den Teamfights auseinandergenommen und auch sehr schön koordiniert gespielt. Die Laufwege sind auch ein bisschen irritierend. Wir sehen jetzt, dass die Sona wahrscheinlich oben noch ein bisschen warten wird. Es gehen auch viele Pings, aber man sieht, das Team von BTA versucht sich komplett auf dem River zu verteilen, zumindest laut der Ping-Angaben. Jetzt muss man aufpassen, man sammelt sich unten an der Ecke. Yellow Card ist schon am Start. Essence Flux musste nun angewendet werden, damit man da wirklich die Distanz so ein bisschen, nicht Essence Flux, entschuldige mich, Arcane Shift. Genau. Kam hier also weg, musste kein Summoner Spell verbrauchen. Man ist aber gewarnt. Weiß, okay, das Team von Virtual Encounter Gaming will da so ein bisschen am Anfang frech sein. Haben auch eine starke CC-Kombo mit der Gold Card und mit dem Shentorn, falls er das auswählt. Ja, das ist halt auch das, was ich gesagt habe. Ezreal hat natürlich mit seinem Arcane Shift natürlich so einen schönen Mobilitätsspell und ich glaube, jetzt sehen wir hier den ersten Face-Check. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man auf Level 1 viel Schaden macht. Alpha Chris landet hier auf 4 Leuten. Ist natürlich sehr, sehr gefährlich, dass man sich da nochmal zurückziehen muss. Kriegt aber keinen. Ja. Sehr schön gemacht von der Nami, auch 4 Leute in der Aqua Prison, also ich glaube, das hätte ganz übel enden können für die Leute von Base Them All. Die hätten da ganz, ganz schöne Verluste, ja, bekommen können. Und die Nami holt sich hier noch das First Blood. Die Ari macht hier noch First Blood mit dem Flash und dem Q, nicht schlecht, die Ward hat es auf jeden Fall richtig gebracht. Richtig. Luba wird trotzdem noch gemobst werden. Ich entschuldige mich auch, das war nicht die Nami, die hier so viele Leute reingekriegt hat, das konnte ich beobachten, sondern der Shen hat mit seinem Taunt, er hat das auch auf Stufe 1 gewählt, ist ja komplett in den Mob rein, konnte da alle verspotten, aber halt zum Angriffsding, was da so ein bisschen wehtut. Trotzdem, First Blood für Ari lohnt sich auf jeden Fall und Twisted Fate muss man nun aufpassen, dass er da nicht Probleme bekommt, zumal er auch gestorben ist. Er hat die Ari auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sehen jetzt ja auch einen Lame Swap. Malphite, der ohnehin nicht das kräftigste Early Game hat, muss sich nun gegen 2 Leute behaupten. Hat hier stark auf Regeneration gesetzt. Muss er auf jeden Fall tun, um da wirklich halbwegs resistent zu bleiben. Und Shen behauptet sich da erstmal, so lange wie es geht, gegen den Ezreal, der auf der Botlane gespielt wird. Nami kommt jetzt zu Malphite dazu und versucht ihn zu supporten. Ja, ist, denke ich mal, auch die richtige Entscheidung. Ich denke mal, der Ezreal kann da gegen den Shen schon durchaus, gerade dadurch, dass er Range ist und halt die Mobilität hat, auch schon bestehen. Da ist, denke ich mal, schon besser, wenn die Nami nach oben geht. Natürlich hat man dann den Nachteil, der Malphite bekommt dann etwas langsamer sein Ultimate und Ezreal wird halt dementsprechend ein höheres Level besitzen. Richtig, kann aber für ihn auf der Botlane praktisch sein, auch kann es sein, dass er von Farm her da es etwas entspannter hat gegen den Shen. Problem wird aber sein, er kann ihn nicht abbrechen. Shen kann problemlos irgendwo hin mit seiner Ulti porten und Ezreal kann nichts dagegen tun, allerhöchstens mit seiner Ulti über die ganze Karte schießen, um da zu helfen. Ist jetzt trefferquotentechnisch schwierig oder pusht die Lane raus. Bursten. Also wenn, dann muss er schon echt den Shen wegbursten, was auch nicht gerade einfach ist, denn ja, er wird ja auch innerhalb von 2 Sekunden, glaube ich, geportet. Ja. Zieht sich jetzt auch zurück. Vielleicht will er hier nochmal die Top-Lane aufsuchen. Auch Zack ist jetzt dabei. Ja, er sieht ja so aus. Er geht auf die Top-Lane. Morphite wird sich, denke ich, in geraumer Zeit das Teleport schnappen und nochmal runtergehen und sich auf der Bot-Lane mit dem Shen anlegen. Wir sehen jetzt auch bereits einen Gang von Ari auf der Mid-Lane. Javan und der TF da in der Lage, sogar mit der Red Card noch die Ari da bekommen. Zurückspulen werden wir nicht, das war eine saubere Aktion. Sie selber hat ja auch ihr Flash verbraucht, das muss man dazu sagen. Ja, deswegen kam sie auch nicht mehr weg, haben sie schön gemacht. Direkt Jarvan kam direkt in die Mitte. Zack hält natürlich jetzt die Midlane, ist klar. Richtig, hat ja noch die Gummiarme dem TF ins Gesicht hauen können. Der Schaden hält sich davon in Grenzen. Aber so etwas ist in 2 Dingen praktisch und unpraktisch gleichzeitig. Er kriegt Erfahrung ohne Ende. Das ist für den Jungler super, weil Jungler hat den großen Vorteil in den allerersten Stufen, wo er den Red Buff und den Blue Buff tötet. Dann ist er jedem stufentechnisch voraus und danach droppt es. Danach ist halt Lane-Aufenthalt super, aber es verrät natürlich auch den anderen Lanes, okay, wir können tun, was wir wollen. Ja, genau. Also
wenn man da nicht irgendwelche erfolgreichen Ganks machen kann, hat man halt ja nicht sehr lange was von diesem Level-Vorteil, den man halt am Anfang durch den Blue und den Red Buff hat, sondern droppt da halt schon echt extrem schnell unter die anderen Member aus dem Team. Seht jetzt auch, dass Zack den Red Buff mittlerweile nicht mehr hat. Ganktechnisch hat aber noch genug CC, um da wirklich eine Bedrohung darzustellen. Jarvan bisher wieder erfolgreich, haben wir schon oft gesehen, dass dieser Champion in der Lage ist, starke Ganks durchzuziehen, hat sich auch die Schuhe geholt und nicht weiter an seinem Jungle-Item gefriemelt. Ja, will dann, denke ich mal, wahrscheinlich auch eher die Mitte ganken. Bevor Ahri Level 6 ist, ist das natürlich eine super Option, die kann da eigentlich nicht wirklich viel gegen machen. Hat aber jetzt auch ein Ward in die Mitte gelegt, also sieht da, hat er auch wohl gerade den Jarvan gesehen. Und hat generell eine gute Übersicht, indem sie sogar zwei aufgestellt hat, weiß dann wirklich, okay, wenn ich in Gefahr bin, kann ich da zurücklaufen. Farmtechnisch haben wir da auch schon teilweise große Unterschiede. Ja, also Ezreal ist ein bisschen behind, der Zack, der Malphite auch ganz schön behind vom Shen. Ist natürlich klar, der konnte am Anfang ja gar nichts machen. Oh, Zack geht jetzt wundervoll mit seinem super Bounce da rein. Weiterer Kill für das Team von BTA. Das war stark gemacht und der Burst Damage war ja mal brachial. Und wieder hat sich vor allen Dingen gelohnt, den Supporter zu fokussen. Ja, das ist es halt, wenn man am Anfang in den ersten Stufen, gerade jetzt hat die Sona noch keine Ulti, kann sich nicht wirklich wehren. Hätte natürlich flashen können, aber der Ezreal ist natürlich auch sehr mobil mit Arcane Shift und ja, die haben ja auch noch Beschwörerzauber, also ich denke mal, die hätten sich die Sona auch mit dem Flash locker geholt. Richtig, der Jump von Zack war ja das Entscheidende, er ist ja quasi außerhalb des Bildschirmes volle Wucht auf die arme Sona draufgesprungen, sehr erfolgreich. Und das sind halt diese gefährlichen Dinge, wenn man es schafft, den Elastic Slingshot von dem Zack so zu platzieren, dass man wirklich den Gegner trifft und das auf so eine hohe Entfernung. Er platziert sich hier erneut, wird aber gesehen, wurde sogar schon angepinkt, TF weiß Bescheid. Du wirst mich auf jeden Fall nicht überraschen können. Wahrscheinlich wird er sich sofort wegbewegen. Nein, Zack verschwindet. Ahnt vielleicht auch einiges. Top-Lane. Ja, jetzt haben wir eigentlich so wieder die ziemlichen Standard-Lanes. ADC und Support auf der Top-Lane. Die Bruiser oder Tanks eher auf der Bot-Lane. Hat sich halt ein bisschen geswitcht. War wahrscheinlich auch echt intelligent von der Nami da am Anfang hochzugehen zum Malphite, damit er dann halt nicht ganz so viel CS verpasst und dann halt noch ein paar CS wenigstens sich schnappen konnte. Und natürlich jetzt der Gank vom Zack oben auf der Lane war auch sehr schön. Wir sehen jetzt auch, dass sich weiter vorbereitet. Er wird aber definitiv gewarnt, sei es durch seine eigene Sicht oder durch Teammitglieder. Heißt dann auch Jarvan darauf hin, dass man aufpassen muss, wenn man jetzt den Blue Buff abgeben will. Karte wird hier schon mal vorgezogen. Jarvan auch gut gemacht, dass er die Standarte da platziert hat, um Zack zu sagen, hier bist du definitiv nicht erwünscht. Wir sehen jetzt auch, dass die Toplane versucht da in aller Ruhe weiter zu farmen. Malphite versucht da den Anschluss zu finden, hat sich auch für den Philosophos entschieden. Was hältst du von diesem Item auf Malphite? Ja, auf Malphite. Ja, hat's eigentlich, also ich finde, er, das war eigentlich eine gute Auswahl mit dem Philosopher Stone, denn er hat am Anfang halt ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen Geld zu farmen und jetzt kriegt er halt immer ein bisschen Gold alle 10 Sekunden noch zusätzlich. Hat natürlich noch HP und Mana-Regeneration drauf, also ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Richtig. Problem könnte aber trotzdem sein, dass er, also Mana-Regeneration ist super, aber der Harass wird, denke ich, nicht durchkommen. Also klar, macht seine Scherbe viel Schaden, fokussiert sich jetzt aber auf den Ground Slam gegen den Shen. Bin mir da nicht sicher, ob das Sinnvollste ist. Ahri hat jetzt auch keine Ulti mehr, musste gerade gegen Twisted Fate Ulti benutzen. Hat jetzt noch zwei Rushes von dem Spirit Rush noch übrig. Jetzt ist er auf Cooldown. Oh, Goldcard trifft sogar nach dem Flash, aber es reicht nicht aus. Schade. Hat wahrscheinlich gedacht, ich kriege noch den Kill oder hat sich nicht weiter reingetraut. Man muss überdenken, er hat ja noch das Ignite. Ja, und vor allem auch noch die Ulti. Also, er hätte ja durchaus da noch ein bisschen tiefer hinterhergehen können. Ahri hatte keine Ulti mehr. Ahri hat auch keinen Flash mehr. Also er hätte durchaus mit der Ulti reinporten können und den dann igniten können. Oder mit einer Blue Card oder eine Yellow Card logischerweise dann stunnen können und auch töten können. Toplane hat ja versucht wieder zu engagen. Jetzt kommt JTF dazu. Jarvan ist nämlich ebenfalls dabei. Shen kommt ja noch. Das war diese fiese Kombo von TF und Shen gleichzeitig. Sie können da wirklich richtig Stress machen. Aber sehr gut disengaged. Die Frage, kann man hier noch den AD bekommen? Richtig, wurde abgesägt. Trotz der hohen Mobilität von Ezreal hat das nicht gereicht. Zack selber natürlich noch in der Lage zu entkommen und musste seine Passive nicht triggern. Aber wir haben die Stärke der globalen Ultis gesehen. Ja. Shen und Twisted Fate haben da wieder sehr gut gemacht. Twisted Fate geht rein, stunt natürlich mit der Yellow Card den Ezreal.
Shen kommt rein, wartet sogar noch extra den CC vom Zack ab und tauntet dann den Ezreal. Das war auf jeden Fall super gemacht. Ezreal hat auch noch Barrier gezündet und Flash, aber es hat einfach nichts mehr gebracht. Richtig, Jassana konnte noch die eigene Ulti ihm ins Gesicht hauen, aber auch mit dem Dot, das heißt der Damage over Time Spell, war dann auch der Grund, warum sich der Ezreal verabschiedet hat. Und das ist halt das auch Problem. Ezreal muss versuchen, da im Early Game seine Plays zu machen, seinen Vorteil rauszuholen, denn Tristana ist definitiv ein Hyper-Late-Game-Carry. Ja, auf jeden Fall. Aber auch Ezreal sollte man nicht unterschätzen. Also, er baut jetzt auch nicht den Bluebild. Also, er hat sich jetzt die S-Word gebaut, wird also jetzt wahrscheinlich kein Bluebild sein. Oder er, ja, er baut jetzt erstmal Blutdürster und dann vielleicht ein bisschen mehr Bluebild. Aber mal gucken. Wir sehen jetzt auch einen erneuten Switch. Haben jetzt festgestellt, klar, Top Tower ist gefallen. Lassen wir jetzt den Morphite wahrscheinlich da hochgehen. Fokus wird aber eventuell erstmal auf den Dragon liegen, wenn man schon da zusammen unten ist und der Shen keine Ulti mehr hat. Er muss natürlich schauen, dass man die Wards wirklich cleart, sonst kommt er ohne Probleme mit seinem Teleport dazu. Beziehungsweise Shen nimmt jetzt hier seine Beine in die Hand, ist schon relativ nah dran. Wards werden hier noch nah eins nach dem anderen gecleart. Springt dazu, aber kein Team entscheidet sich dafür, den Dragon zu machen. Man versucht eher, den Midlane-Tower zu verteidigen. Gute Reaktion von Eng, weil sie da diesen Tower, denke ich, umsonst bekommen. Ja, noch einige Auto-Attacks würden da, denke ich, ausreichen. Zack, Tower erhalten. Jetzt noch auf die ARNG. Heftige CC-Kombo. Sie verabschiedet sich sofort. Schöne Ulti von der Sona. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man da den Kill erhalten hat. Stark gemacht. Midlane abgeholt. Und jetzt kann Virtual Encounter Gaming sich noch den Dragon auf jeden Fall mit einem Vorteil sichern. Ja, super schön gemacht auf jeden Fall. Auch schon bevor der Tower gefallen ist, hat Jarvan dann sofort auf die Ahri engaged. Ahri kam auch nicht mal mehr zu der Ulti, weil einfach die Sona sofort mit dem Crescendo hinterhergejagt hat. Oh, die Nami-Blase trifft hier zwei Leute. Das ist natürlich schade, weil der Disengage sofort von dem Zack auch noch versucht, ein bisschen dazu zu kommen. Kam aber nicht rein, jetzt muss man auf halt aufpassen. Ist ja nicht gerade Tanky, auch der Jarvan muss sich nun zurückziehen. Und jetzt stompen halt langsam Virtual Gaming, weil Ahri ganz einfach fehlt. Sie ist noch relativ weit entfernt. Mittlerweile alle ein bisschen out of Leben, ein bisschen out of Mana. Zack passiv, muss hier noch zerstört werden. Tristana jumpt jetzt hier noch rein, kriegt auch wieder den Ezreal. Und holt hier noch eine weitere, jetzt muss man aufpassen, dass hier noch die Ahri niemanden kriegt, aber sie muss aufpassen, wenn sie zu viel CC abbekommt, kann es auch für sie tödlich enden, holt jetzt aber noch den Kill mit dem Ignite. Also konnte man hier noch knapp traden. Ja, aber ein Riesenvorteil für das Team von VEng. Ja, auf jeden Fall, Virtual Encounter Gaming hat das sehr schön gemacht. Sie haben sofort mit Shen und auch Jarvan sofort auf die Nami und auf den Ezreal engaged, als sie gemerkt haben, na, der Zack, der springt da hinten auf unseren ADC und auf unseren AP Carry und... Ja, man hat auch gesehen, dass der Twisted Fate und die Tristana sich da ganz gut alleine behaupten können, denn Tristana hat noch nicht mal Barrier geused und Twisted Fate auch kein Flash. Kommt jetzt hier in der Midlane dazu. Charm ist nicht ganz durchgegangen. Burst Damage reicht aber nicht aus, aber das Ignite wird auf jeden Fall dazu verhelfen, hier noch den Kill zu holen. Ahri konnte sich noch eine gute lange Zeit wehren und vor allen Dingen Twisted Fate hat hier seine Twin Shadows verwendet. Ich habe mich gewundert, warum sie so langsam ist. Ist natürlich klar, dass er da die Fähigkeit verwendet hat, um sie weiterhin zu slowen, denn die Ulti war ja raus. Also ja. Trifft auch seine nicht ganz. TF kommt davon, hat sich wirklich zur Lane geportet, Kill geholt, geht zurück zur Base und holt sich ein weiteres Item. Ja, auch die Tristana natürlich Minute 13 schon mit 3-0-2 hier am Start. Hat natürlich ein bisschen weniger CS als der Ezreal, aber das ist in dem Fall auch vollkommen egal, denn sie führt trotzdem mit über 900 Gold vor dem Ezreal, was natürlich schon eine ganze Menge Geld ist, denn sie hat auch ihre Blade of the Ruined King schon. Richtig, kann darauf aufbauen, kann die Utility davon verwenden und Ezreal kommt halt nicht dazu, seine Items weiter auszubauen. Beide Carries von BTA werden hart in den Fights gefokust und obwohl auch Malphite und Zack gar nicht so schlecht engaged haben, man hat sofort auf das Aqua Prism von der Nami reagiert, aber es hat nicht gereicht. Supporter war ebenfalls unter dem Fokus und das ist halt nicht nützlich, zumal auch die Sona irritierend viel aushalten kann, gerade dann, wenn sie ihren Heal aktiviert. Ja. Shen hat jetzt inzwischen auch Sunfire Cape, Malphite natürlich noch ein bisschen hinterher, gerade einfach dadurch, dass Virtual Encounter Gaming natürlich ein bisschen mehr Gold hat, Jarvan auch ein bisschen tanky geworden mit Spirit of the Ancient Golem, Witter dann noch ein bisschen tanky, Nami, Sona hat natürlich das Ward Items, klar, und Ahri macht hier einfach mal... Oh, Ahri muss ja aufpassen, dass sie da nicht zu tief reingeht, Shen ist auch in der Lage, alleine Viehscharen auszurücken, jetzt kommt das ganze Team von Virtual Encounter Gaming dazu.
holen jetzt hier auf jeden Fall noch den Blue Buff ab. Nicht schlecht gemacht vom Ezreal. Fast noch gestealt worden. Nee, der war gestealt. Oh, der war sogar gestealt? Ezreal hat ihn gekriegt, ja. Oh, stark gemacht. Das habe ich nicht gesehen, weil der Blue Buff schon auf dem TF war. Ich glaube, du hast noch 2 Sekunden vor. Ja, ich werde noch ein bisschen upspeeden. So. Mein Spiel hat nämlich 2 Sekunden Delay gehabt. Ich wollte dich vorhin fragen, ob das bei dir auch so ist. Wird nee, ja gut, ich dachte, ich hätte Delay und du nicht. Also deswegen habe ich mich vorhin auf live gemacht. Gut, dann haben wir das ja jetzt wieder geeicht. Genau. Ich ja, jetzt Virtual eben. Encounter Gaming nutzt das natürlich auch richtig aus. Die machen hier permanent auch die Buffs von den BTA hier, nutzen ihren Geldvorteil aus und vor allen Dingen auch ihre Global Ultis mit halt Twisted Fate und Shen können sie da ordentlich Druck machen und werden vielleicht jetzt hier eine Runde baiten. Campen hier auf jeden Fall in den Busch. Aquaküssen geht sofort rein, deckt aber die Sicht nicht auf. Ari wird wieder hart aus dem Fokus kommen. Muss wahrscheinlich mit der Ulti über die Wand fliegen, ist klar. Zack kommt jetzt dazu und der Boss Damage mit dem gemeinsam mit Maufeld ist schon ziemlich hoch. Die Sona verabschiedet sich sofort, konnte das Crescendo zwar noch rausfahren, aber ich denke, es wird nicht ausreichen. Double Kill nun für die Ari. Der Maufeld schafft es auch nicht raus. Somit 2-2 getradet. Shen hat aber noch seine Ulti zur Verfügung, hat diese nicht genutzt. Auch sehr merkwürdig eigentlich. Also ich hätte gedacht, er used sie vielleicht auf dem Jarvan, denn er hätte vielleicht auch überlebt mit der Shen-Ulti, aber ist wahrscheinlich einfach nur vielleicht auch im CC gewesen. Das kann ja auch durchaus sein. Und auch Twisted Fate-Ulti ist noch da, also sollte man natürlich in dem Teamfight jetzt hier nicht wirklich einsetzen. Richtig, sie war kurz vor dem Fight selbst auf Cooler und konnte also nicht angewendet werden, wobei auch der Nutzen davon fragwürdig wäre. Gut war allerdings der Vorgang von Zack und Morphile. Sie konnten sofort rein. Morphile hat 3 Leute in seine Ulti reinbekommen. Dementsprechend Zack auch hatte er genug Zeit, um ebenfalls reinzujumpen. Ich denke, das war auch der Kernfaktor, warum sich die Sona so schnell verabschiedet hat. Carry sie jedoch unberührt und das ist das Problem. Ja, also die Tristana stand wieder sehr gut, ziemlich weit hinten, hat sich von nicht wirklich viel treffen lassen. Hat so sehr gut gemacht. Muss auch bedenken. Positioning auf jeden Fall ausreihen. Man muss auch bedenken, dass 1-1 Trades für BTA sich jetzt halt nicht lohnen. Klar, man genauso wie Kills ist in dem Fightcode, aber der Vorteil von Virtual Encounter Gaming ist halt noch vorhanden. Und das ist halt ein Problem. Es ist schön, wenn man gegenhalten kann, man muss aber langsam Führung ausbauen. Der Tower in der Mitte, diesen zu zerstören, ist auf jeden Fall ein Weg nach vorne. Shen unterdessen porte sich nun zurück. Konnte oder will den Tower nicht länger gegen Morphite halten. Morphite, da denke ich, sehr, sehr zielstrebig. Will hier so lang wie es geht oder so schnell wie es geht den Tower einreißen, um da den Gleichstand zu erzielen. Geldtechnisch und drucktechnisch ist das halt unglaublich wichtig. Aber die Scherbe macht dann doch nicht mal ansatzweise Schaden. Fokussiert sich auch eher auf den Bodenschlag. Ja, die Sona hat jetzt auch hier ein Oracle am Start. Also kann jetzt auch die ganzen Wards von Bates im All alle wegclearen. Und ja, vielleicht wird jetzt sogar. Ja, vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich denke mal, in den nächsten 5-6 Minuten wird wahrscheinlich schon vielleicht ein Baron geforced werden. Denn man kann ja jetzt die ganzen Wards da wegclearen, das sollte man dann auf jeden Fall schon ausnutzen. Ja, Sona hat ja aber einen am Baron-Pit verpasst. Ist da offensichtlich lang gegangen. Jetzt sieht man auch, dass man zu viert auf der Top-Lane ist. Macht also Druck von beiden Seiten. Und Shen hat dann, wie bereits erwähnt, den großen Vorteil, dass er mit seiner Ulti dazukommen kann und dadurch Split pushen. Wobei er jetzt gerade eher einen eigenen Push abhält. Kann trotzdem da weiterarbeiten. Man ist ja als Team von Virtual Encounter Gaming nicht gezwungen zu engagen. Und das ist ein Vorteil beim Flickpushen. Gerade mit der Ulti von Twisted Fate sind die halt auch sehr mobil. Wie du schon gesagt hast, Shen, sie brauchen jetzt einfach nur abwarten eigentlich. Sie brauchen sich nicht catchen lassen, einfach nur ein bisschen die Lane freezen, da ein bisschen Druck machen ab und zu mal, damit der Shen halt unten den Bottom Tower wegpushen kann. Malphite hat eh keinen Teleport ready. Ich denke mal, Bates im All wird jetzt hier versuchen, so schnell wie möglich auch Druck zu machen, damit dann Shen halt gezwungen ist, auch hochzukommen. Richtig, entweder durch die Ulti selber hochkommen oder in irgendeiner Form halt dazu, weil das Problem ist, der Engage oder die Wucht des Engages liegt bei BTA und sie müssen halt schauen, dass sie da mindestens den TF und die Tristana reinging. Oh, jetzt geht hier sogar Jarvan mit der Ulti rein. Natürlich auch eine Möglichkeit, da so ein bisschen aggressiv sein. TF wurde jetzt nun getroffen, aber die Carries stehen halt hinten perfekt. Können hier den Zack ausschalten. Er mit seiner Passiven noch am Start. TF kommt jetzt hier nach vorne und die Carries von dem Team von BTA werden nun gechased. Wildcard treffen hier den Ezreal. Aber er wird hier sich auf jeden Fall in irgendeiner Form zu wehren wissen. TF hat sich verabschiedet, aber auch Zack Jarvan hier sehr, sehr low. Muss aufpassen, dass er da nicht noch durch die Stroud trifft. Gut, dass Morphe diese nicht maximiert hat. Bis jetzt 1-1 getradet. Starker Disengage vom Team BTA.
Oh, jetzt wurde hier die Tristana abgebrochen. Muss aufpassen, dass sie da nicht zu viel Leben verliert. Hatte sie ihre Barrier geploppt. Das Team von BTA reagiert da sehr gut, aber Jarvan wieder. Also beide sind äußerst aggressiv. Super Low-Life-Geschichten hier. Aber keiner stirbt. Kardas würde sich jetzt kaputt lachen. Oh. Das war nicht so gut von der Nami. Da hat sie sich einen Tower-Hit eingefangen. Das war nicht so gut. Ich glaube nicht, dass... verabschiedet sich jetzt. Und Shen überlebt sehr, sehr tanky mit seiner Finte. Bis jetzt mehr Kills für das Team von VNK haben da gut reagiert. Der Susanna-Jump war jetzt gerade nicht der längste. Trotzdem kommt man hier gut weg. Also das waren sehr knappe Geschichten. Man wusste wahrscheinlich nicht, wie man reagieren sollte. Geht man da jetzt nun rein oder nicht? Ich fand auch den Engage von Virtual Encounter Gaming super mutig. Also dass man da wirklich selber die quasi die Entscheidung getroffen hat, okay, wir gehen jetzt rein, wir haben Shen, kommen einfach dazu und schon. Ja, also das war da schon fighten. Nicht schlecht. Denn Jarvan hat auch 3 Targets direkt mit seiner Standarte und seinem Glaive Strike da und seinem Dragon Strike hochschlagen können. Also Ezreal war dabei, Zek war glaube ich dabei und Nami. Und dann war es eigentlich auch eine gute Entscheidung da mit Shen auf jeden Fall reinzugehen. Twisted Fate konnte sich nachher in die Backline porten, stand da natürlich ein bisschen unvorteilhaft, denn er wurde sofort weggefokust. Und aber die haben noch was sehr Gutes draus gemacht und die Nami hat leider den Fehler gemacht, dass sie in die Tower Range gerannt ist und sich den Tower Hit eingefangen hat und dadurch gestorben ist. Ja, das sind halt solche kleinen Kills, die dann nicht nur auf dem Scoreboard ein bisschen unschön aussehen, sondern halt auch im Gesamtverlauf sich negativ auswirken. Herausragend war definitiv das Verhalten von BTA, dass sie sich so weit, also einfach so zurückgegangen sind und einfach überlebt haben. Also auch Ezreal hat da definitiv den Vorteil seiner Mobilität gezeigt und das war wichtig. Nur diese kleinen minimalistischen Fehler, die bedeuten halt hier in einem so hohen Elo-Bereich den Tod. Ja, das Problem ist halt auch dadurch, dass Ezreal halt auch bis jetzt noch keine Träne gebaut hat, war er halt auch im Teamfall. Also ich denke, er hätte einiges machen können, wenn er Mana gehabt hätte. Nur das Problem war, er stand da eine ganze Zeit ohne Mana rum, konnte natürlich einen oder anderen Q ab und zu mal reinschmeißen, denn das kostet ja nicht viel Mana. Aber war natürlich durch seine... Die Mobilität war halt komplett zerstört, denn er konnte nicht Arcane shiften. Richtig. Wir sehen jetzt hier auch das Itembild von dem Twisted Fate auch trotzdem Dorans Ring lastig. Was denkst du, was da die Gründe sein könnten? Ja, Dorans Ring schon ganz gut. Gibt noch ein bisschen Durability, man hat natürlich ein bisschen mehr HP, 15 Ability Power, auch Twin Shadows finde ich ein super Item, sieht man sehr selten dieses Item, finde ich aber auf Twisted Fate echt gut. Durch den Move Speed, Magieresistenz ist da drauf, das kann man alles gut gebrauchen und Lichtbane, ja, braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen, Lichtbane ist einfach das Nonplusultra-Item für Twisted Fate. Richtig, der Burst Damage erreicht da echt schrecklich hohe Spitzen, Morphite versucht da noch den Shen zu vertreiben, beide werden sich aber denke ich nicht vor Mitternacht oder... nicht vor 1 Uhr morgens töten können, weil sie einfach viel zu tanky sind und der Schaden da wirklich sehr verhalten ist. Schön mit den Twin Shadows versucht, noch ein bisschen zu scouten. War ist gar nicht so einfach, die Tristana noch den Red Buff abzugeben, ohne ihn durch den Ezreal zu verlieren. Ulti ist da auf jeden Fall raus. Vielleicht kann man da trotzdem so ein bisschen versuchen zu engagen, weil TF portet sich jetzt hier nun rein, wird sofort gecharmt, aber der Stun ist ebenfalls da. Muss aufpassen, dass er jetzt von einem Maufeit nicht sofort gefokust wird. Shen reagiert schon präventiv darauf. Jarvan schafft es noch, den Maufeit hochzuwerfen. Ich denke, er wird hier noch mit seiner Ulti flüchten können. Schafft es, kann nicht aufhören, aber Damasias ebenfalls dabei. Flash rettet ihm auf jeden Fall das Leben. Trotzdem ist hier das Team von Virtual Encounter Gaming auf den Vormarsch. Twin Shadow zwar schon raus, kann man also niemanden weiter chasen. Viele Summoner Spells verbraucht auf der Seite von BTA. Ja, auch sehr schön engaged wieder von dem Twisted Fate. Okay, Twisted weg. Fate hat sich einfach mal dazu entschlossen, einfach so in das ganze Team von Bait Them All reinzugehen und die Ahri zu stunnen. Er wurde gecharmt, aber er hat noch seine komplette Combo landen können und Ahri dann echt fast instant geburstet und somit gezwungen auch Spirit Rush defensiv zu benutzen. Oh, Zek wird jetzt ebenfalls getroffen. Schönes Crescendo, trifft hier 3 Leute. Man sieht ja Morphite so ein bisschen rumtanzen, kommt aber doch relativ entspannt weg. Ich muss auch sagen, ich war irritiert, dass man nicht sofort den Twisted Fate getötet, nachdem offensichtlich war, wo er portet. Also hätte das Charm hat gelandet, keine Frage, und hätte Morphite und Ahri sofort nachgesetzt, auch mit dem Ignite und so weiter, hätte er sich eventuell sofort verabschiedet und man hätte die Möglichkeit gehabt, nochmal richtig zu disengagen. Klar ist die Ulti von Morphite schön, wenn sie auf mehreren Leuten trifft, aber wenn man da den Kill noch mitnimmt, ist es meiner Ansicht nach schon gar nicht so schlecht. Ja, also das war auf jeden Fall, deswegen sage ich ja, es war schon ziemlich gewagt, da vom Twisted Fate einfach mal so da reinzugehen, denn da standen ja schon Malphite und Zek auch unmittelbar in der Nähe und wie du schon gesagt hast, hat Ahri natürlich auch den Charme getroffen und wenn sie sich dann dazu entscheiden, den Twisted Fate umzukloppen, glaube ich nicht, dass die restlichen Member von Virtual Encounter Gaming noch da reingehen.
Richtig. Ich würde jetzt hier noch versuchen, so gut wie es geht, noch den Farmvorteil zu erzielen. Ich denke, der Baron wird das nächste Ziel sein und eventuell auch Spiel entscheiden. Klar, liegt Virtual Encounter Gaming jetzt ein bisschen vorne, haben auch gute Plays gezeigt, keine Frage. Aber auch ein starkes Team-Setup, was man definitiv nicht unterschätzen sollte. Auch ein wunderschönes Crescendo haben wir von der Sona da gesehen. Hat zwar lediglich nur zu einem Kill geführt, aber jeder Kill ist hier unglaublich entscheidend. Ja, natürlich. Und man sieht auch wenn es nur schleppend vorangeht, aber Virtual Encounter Gaming baut ihre Führung vom Gold her immer weiter aus. Die Dragons sind halt sehr gut immer dabei. Auch der letzte Dragon ging wieder an Virtual Encounter Gaming. Der nächste Dragon wird jetzt auch in anderthalb Minuten spawnen und der wird wahrscheinlich auch nochmal ganz wichtig sein. Richtig, man muss natürlich schauen, dass man jetzt erstmal hier, wie die Sona das genau richtig macht, einen Ward nach dem anderen cleart. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann Geld für andere Items oder andere sehende Augen auszugeben. Muss aber schauen, dass man sich jetzt wieder nicht in einer ungünstigen Position befindet. Man sieht hier, Malphite verfügt über Teleport, Shen sowieso hat aber auch sein eigenes am Start. Die beiden können sich hier auf der Botlane auf jeden Fall den Fight leisten und immer wieder dazukommen. Man muss aber sagen, BTA muss schauen, dass sie ein gutes Wardplacement aufweisen, sonst hat Shen keine Möglichkeit, sondern Malphite keine Möglichkeit, sich dazu zu porten, sollte es zu einem Fight kommen. Ja, sie haben jetzt nur noch eine Ward oben im Busch beim River. Und alle anderen Wards hat die Sona weggeklärt. Und auch am Baron haben sie einfach gar keine Sicht. Malphite ist natürlich unten, aber wenn, wie du schon gesagt hast, keine Wards da sind, kann er sich auch nicht teleporten. Könnte dann früher oder später ein Problem darstellen. Die einzige Möglichkeit, sich eventuell noch dazu zu porten, ist durch 6 seine Passive. Die ist aber, die ist wieder am Start. Da könnte sich quasi da, keine Ahnung, so einen Blob auswählen. Ist natürlich eine sehr, sehr sneaky Variante und man möchte ja auch nicht den 6 so früh verlieren. Nee, natürlich nicht. Also ich denke mal, das sollte nicht der Plan sein, da den Malphite auf einen dieser Blobs zu teleporten zu lassen. Und man sieht aber auch, die Teams sind immer noch trotzdem beide sehr vorsichtig. Also hier wird echt nicht zu tief in den gegnerischen Jungle auch reingegangen. Wird lieber im eigenen Jungle Zeit verbracht, obwohl der Baron halt komplett gewardet ist. Und man weiß, das Team von BTA hat da keine Wards, wird da keine Anstalten gemacht, den Baron zu forcen. Dragon ist ebenfalls noch am Start, ist natürlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil er ist schnell tot, keine Frage, aber diese Zeit dann noch den Weg bis zu dem Baron zu laufen, dauert halt seine Zeit, wird jetzt auf jeden Fall nicht in Angriff genommen werden, zumal auch die Übersicht für BTA da ziemlich nice ist. Sie könnten dann gut drauf reagieren und vielleicht Richtung Baron gehen, aber es wird schon eine gewisse Zeit dauern und ich denke auch, dass Tristana schneller darin ist, den Baron zu erledigen als unser Ezreal. Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit Infinity Edge und Blade of the Ruined King. Der Ezreal hat da noch nicht wirklich viel. Ein schöner Versuch, den Dragon zu stealen, hat nicht mehr ganz viel gefehlt, weil man halt auch nicht mehr smiten darf. Also richtig, man muss, solange der Baron da ist, darf man einfach nicht smiten. Man muss den Smite aufbrechen. Sonst, sobald das gegnerische Team sieht, oh mein Gott, der hat gesmited, dann machen wir einfach den Baron. Zack wurde jetzt hier so ein bisschen aufgedeckt. Twitch Shadows also quasi raus. Wird jetzt hier Druck auf die Botlane ausüben. Muss man nicht schauen, dass man da nicht wie es Engaged Ulti raus. Natürlich schon demoralisiert, wenn diese platziert wird. Aber man geht nicht rein. Zack springt da dessen hier auf. Und die Ulti hat er komplett verbraucht. Das heißt, schöner Disengage auch von der Tristana. Zack Ulti raus. Null Damage angerichtet. Und das ist halt ein Riesenproblem. Twisted Fate oben auf der Top-Lane, wie du es gesagt hast. Wird dazu von Malphite überrascht werden, dass er mit seinem Teleporter zukommt. Jetzt kann man dabei engagen. Der Jawan verabschiedet sowas. Crescendo auch nicht viele Leute getroffen, muss jetzt also schauen, dass man da hier ordentlich weiter tradet. Ari hat sich ebenfalls verabschiedet, aber Jawa inzwischen ein wichtiges Element, um viel Schaden wegzutanken. 1:1 hier. Malphite weiß auch nicht ganz, ob er da dazukommen will oder vielleicht den TF vom Pushen hindern kann oder sollte. Schwierig. Ja, schwierige Entscheidung, die jetzt getroffen werden muss. Oh, engage hier alleine, aber schöner Dodge von dem Twisted Fate mit der Ulti. Nicht mit der Ulti, sondern mit seinem Flash. Jedoch das Problem ist der Cooldown davon schrecklich hoch. Es muss also schauen, dass er beim nächsten Fight da trotzdem gut bewaffnet ist. Aqua Prism trifft hier wieder den Supporter und den Carry. Sona muss aufpassen, sie selbst hat kein Mana mehr zur Verfügung. Also die Heals werden auf jeden Fall ein bisschen dauern. Zwar hat sie den Kelch am Start, aber ja auch nicht das Allheilmittel gegen große Mana-Probleme. Zumal der Cooldown von ihr sehr gering ist. Ja, auch sehr schön, gerade der Versuch einfach vom Twisted Fate da von der Botlane einfach mal auf die Toplane zu porten. Und da versuchen wir den Turm einzureißen. Also Malphite hat da ziemlich schnell reagiert und natürlich seinen Teleport benutzt. Aber Teleport hat natürlich einen langen, langen Cooldown. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, wenn Shen nochmal Bottom pushen sollte und Malphite kommt dazu. Shen kann zum Baron kommen, aber Malphite hat keinen Teleport mehr.
Richtig, die Mobilität ist auch einfach champion-technisch bedingt super krass bei dem Team von Virtual Encounter Gaming. Werden auch diese Karte, denke ich, so gut wie es geht ausspielen. Shen halt, Splitpush-Gott, das ist einfach so. Wahrscheinlich wird man nicht den Doppel-Splitpush wagen mit dem TF und dem Shen. Trotzdem eine bedrohliche Situation für BTA. Ja. Ja, also wie ich schon gesagt habe, Shen bleibt jetzt ganz konsequent einfach auf der Botlane und man sieht schon die restlichen Mitglieder von Virtual Encounter Gaming. Es wird auch schon der Baron gepinkt, also die versammeln sich jetzt alle so in Richtung Baron und ja, man zwingt natürlich jetzt die Member von Bates Them All immer da in der Mitte zu bleiben und gar keiner kann da unten auf die Botlane zum Shen gehen, denn Shen kann sich einfach teleporten und ja, dann ist der Baron auf jeden Fall mit einem Mann mehr eine ganz safe Nummer. Richtig, man sieht jetzt auch, dass man versucht, auf den Shen zu reagieren. Die beste Taktik gegen globale Ultis ist halt, denjenigen, der diese Fähigkeit besitzt, ganz einfach auszuschalten. Man hat es jetzt versucht, aber Shen hatte noch die Möglichkeit, mit dem Ward, der wirklich gerade jetzt auch erst ausgelaufen ist, zu sehen, dass halt der Morph halt auf der Botlane unterwegs ist, hat er sofort darauf reagiert. Shen Ulti kommt jetzt hier, um zum möglichst Baron. Schnell beim Baron zu sein, weil man sieht, Zac und Morph halt sind halt unten. Jetzt muss man aufpassen, dass natürlich der Ezreal, trifft ja auch leider den Baron gar nicht. Warum Shen so stark ist einfach. Man hat jetzt einfach die Botlane so lange gepusht, bis man die Gegner dazu zwingt, damit sie keine Objectives verlieren, damit sie den Inner Bottom Turret nicht verlieren, müssen sie halt einen mindestens hinschicken. In dem Fall war sogar noch der Zac auch noch unten, hat da die Golems gefarmt und dann kommt natürlich der Shen einfach zum Baron geportet und dann können sie dagegen nichts mehr machen, dass der Baron von Virtual Encounter Gaming genommen wird. Richtig, man hätte sich sogar das Teleport mehr oder weniger sparen können. Es geht dadurch schneller, keine Frage. Aber die Ulti war noch nicht mehr nötig so brillant oder so simpel war die Strategie von Virtual Encounter Gaming und entsprechend auch erfolgreich. Ja. Wir sehen jetzt hier, dass man versucht, auf der Top-Lane weiter zu pushen. Das Team von Bait Them All versucht sich nun an ihrem eigenen Tower zu versammeln. Er hat lediglich nur die Hälfte der HP, also Twisted Fate hat da schon eine gute Arbeit geleistet. Versucht jetzt auch immer wieder mit den Wildcards den Gegner so ein bisschen zu harassen, weil die Geschwindigkeit dieser Karten lächerlich gering ist. Jahan kriegt jetzt hier schon ein bisschen Schaden ins Gesicht. Er selber ist noch nicht allzu tanky, wenn man es zum Beispiel mit einem Morph halt in dem Fall oder mit einem Shen vergleicht. Aber das Bollwerk halt super, super wichtig, was die Resistenzen angeht. Und Baron gibt ja auch eine enorm hohe Lebensregeneration. Ja, also damit sind sie halt echt gegen dieses Harassment von dem Team von Bates Them All total immun, kann man fast sagen. Denn man hat extrem hohe Mana-Regeneration, extrem hohe Lebensregeneration und halt auch AP und AD zusätzlich. Kann sich jetzt hier noch den Blue-Buff stealen. Ezreal versucht da noch den Blue-Buff zu stealen, schafft er natürlich nicht. Und ja, das wird jetzt ganz anstrengend für Bates Them All. Richtig, man bleibt auch noch bei dem Konzept, dass man zu 5 rumläuft. Man muss bedenken, Shen hat hier noch seinen Teleport am Start und seine Ulti. Kann sich entweder direkt porten und wird wahrscheinlich den Weg eher zu Fuß wählen und von der Base aus runterlaufen und hier wieder weiter die Botlane im Angriff nehmen, weil diese Strategie hervorragend klappt. Also man darf sich jetzt bloß zu viert nicht hart engagen lassen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Ja, also wenn jetzt natürlich jemand off-guard erwischt wird, so wie der Twisted Fate, der halt echt... Ja gut, er hat inzwischen auch einen Sonyas, also... Ja, selbst da kann man den Twisted Fate jetzt nicht mehr so leicht rausnehmen. Und Tristana ist halt auch sehr mobil mit ihrem Rocket Jump, kommt sie sehr schnell weg und hat ja natürlich auch noch ihren Buster Shot, womit sie die ganzen Team-Member von Bates Them All wegnocken kann. Richtig, wir haben das im letzten Teamfight gesehen, dass sie dadurch die Zac-Ulti komplett negiert hat. Sie hat ihn weggeschossen und er kann da lediglich alleine da rumhüpfen, kann da kein attraktives Ziel für sich finden. Aber man sieht auch schon die... Leute von Bates Them All wissen überhaupt nicht, sollen wir in die Mitte gehen, sollen wir auf die Toplane gehen. Shen, sie wissen natürlich auch, Shen pusht langsam immer weiter. Die Botlane ist natürlich noch ziemlich im Bereich von Virtual Encounter Gaming. Aber sie wissen, wenn wir jetzt langsam nicht was machen, kommt der Shen irgendwann wieder zu diesem Punkt, dass unsere Minions am eigenen Tower sind. Und dann wird der Bottom Turret da ganz schnell gepusht werden. Richtig, man sieht auch, dass TF und Shen das Ganze durchstehen. Mittlerweile halt eine Situation, die wirklich bedrohlich sein könnte. Aber wie wir bis jetzt festgestellt haben, Crescendo, starker Disengage, eventuell sogar Jarvan Ulti und natürlich der Buster Shot von der Tristana. Also man kann sich wirklich den Gegner weghalten und diese Doppel-Push-Taktik oder Dreifach-Push-Taktik, wenn man die Top-Lane selber noch betrachtet, kann man hier ohne Probleme durchstehen. Ihr seht schon, ein Tower kriegt hier nach dem anderen richtig viel Damage zu fressen und man kann nicht gut drauf reagieren.
Sie kommen jetzt einfach rein mit dem Jarvan, ziehen den Turm da fast weg. Ein Hit noch auf den Turm. Der Bottom-Turret ist gefallen, ja, Mitte-Turret ist gefallen und der Base-Turret hat nur noch ein Auto-Attack, bis er fällt. Und dann ist der Inhibitor offen und dann wird's ganz schwierig. Richtig, das war ja beinahe ein Tower-Triple-Kill. Hat nicht ganz funktioniert. Trotzdem, dieser Tower wird nicht lange halten. Und man sieht, beide pushen weiter. Jetzt kommt der Engage von Zack. Nein, er zieht sich wieder zurück. Und das ist halt richtig problematisch. Zack, nicht Zack, sondern Shen wird da unten jetzt weiter pushen. Seine Auto-Attacks sind nicht die kräftigsten. Trotzdem kriegt der Tower ordentlich Damage. Man wird jetzt hier versuchen, reinzugehen. Jiraiya's Träumerei ist aktiviert. Ari geht ja auch hier mit der Ulti und dem Flash rein. Man kriegt jetzt hier Jarvan zu fassen. Wahrscheinlich wird er sich... Nein, er zieht sich zurück, wird sich nicht auf von Shen kommen. Dazu schöne Standorte, kann ich auf jeden Fall sehr weit finden. Shen ist jetzt auf jeden Fall dabei. Twisted Fate immer noch in der Midlane. Aktiviert jetzt seine Ulti. Die Frage ist, wird er sich jetzt in eine sehr aggressive Position porten? Nein, macht das relativ sicher. Oh, der Crescendo. Der Crescendo war natürlich heftig und man kann hier mit dem Jarvan nachfolgen. Er kann seine Ulti nicht aktivieren. Jetzt kommt hier der Mouthfight dazu. Die Sonya's Hourglass schützt hier den TF noch eine kurze Zeit. Wird sich aber, denke ich, gegen die graue Zeit verabschieden. Ein Auto-Attack wird er, denke ich. Nein, er kommt hier noch weg. Ist hier super schnell durch. Die Twin Shadows kann da auch stark disengage und die Geister aktivieren. Tristana immer noch voller HP. Kann da ein Auto-Attack nach dem anderen. Der Ezri ist jetzt ebenfalls am Start. Man tradet aber sehr sauber. Jarvan ist der Einzige, der sich verabschiedet hat. Ja, war ein sehr schöner Trade. Haben sie super gemacht. Kann man eigentlich kaum besser machen. Richtig, also das Team von BTA konnte halten. Problem aber der hohe Tower-Verlust und der Damage, der an den entsprechenden Gebäuden angerichtet wurde. Dieser Turm ist offiziell nicht mehr da auf der Top-Lane. Und man sieht ja schon, dass die Tower angepinkt werden. Die sind so super low. Schaut dir das mal bitte an. Da sind nur noch wenige Auto-Attacks nötig, bis halt wirklich alle Türme fallen, was einen Geldregen provoziert. Und natürlich auch die Inhibitoren freilegt für die Minions. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, man hat ja auch gesehen, das ist halt das Starke, das nutzt halt auch das Team von Virtual Encounter Gaming voll aus. Sie wissen, sie haben einen Twisted Fate, der kann immer mal von der Midlane auch ganz locker auf die Toplane porten. Und der Shen mit der Global Ulti natürlich auch. Und ja, wenn man dann nur noch so einen Malphite und einen Zack hat, die können, dann sind natürlich auch ein bisschen mobil, aber natürlich nicht so schnell wie einen Shen oder einen Twisted Fate. Und man sieht auch an dem Gold, das hat einiges gebracht für Virtual Encounter Gaming. Und sie werden das wahrscheinlich auch jetzt bis zum Ende gnadenlos durchziehen. Größtes Problem ist auch definitiv die totale Item- und Goldarmut von Zack. Er hat lediglich 83 Minions, das ist richtig wenig. Viele Jungler ziehen sich da trotzdem auf eine Lane zurück, farmen dann so gut wie es geht die Minions, weil der Jungle halt nicht mehr kosteneffizient ist. Es dauert lange, ehe man alles farmt. Man muss auch vieles abgeben. Man sieht hier, Red Buff geht hier wieder an den Ezreal. Ist natürlich klar, dass er das gut gebrauchen kann, aber das Gold fehlt. Und da sind halt teilweise gigantische Goldunterschiede, wenn man ganz einfach jetzt zum Beispiel auf Zack schaut. Lediglich mit 6000 Gold hat nur halb so viel wie Twisted Fate oder Tristana. Und das ist, ja, also selbst seine eigenen Teammitglieder haben mehr als das Doppelte. Ja, vor allen Dingen der Jarvan auch, muss man ja immer im Vergleich zu dem Jarvan sehen, hat halt auch nur 87 Farm, aber durch die 11 Assists und die ganzen Objectives sind natürlich 2000 Gold mehr auf Jarvan seiner Seite und das ist halt, ja, zwei Items mit dem Kindle Gem und dem Negatron, mit der Negatron Cloak mehr und das macht schon eine ganze Menge aus. Richtig, auch im Sack steht natürlich auch das Haunting Geist sehr, sehr gut, womit er nochmal ordentlich Damage macht, weil sein Grundschaden ist halt sehr, sehr hoch. Gerade durch seinen W, durch sein Unstable Matter kann er da gut in Teamfights agieren, kommt aber nicht dazu. Es fehlt massiv an der Durchdringung und halt entsprechend auch an den Items. Trotzdem scheint es so, als wenn man den Baron hier forcieren will. Ja, das wird zwar vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee, denn jetzt wird wahrscheinlich hier... Die Frage, wo wird er sich positionieren, muss man hier schauen. Starker Disengage von dem Aufwärts, versucht er wirklich auf die Tristana zu gehen, sieht sich aber dem Carry und dem Supporter gegen Jarvan, geht hier wieder volle Wucht rein, wird auch ziemlich schnell ausgestellt. Auch Shen nicht mehr lange am Leben, Ezreal macht das hier sehr gut, kann auf jeden Fall viel Schaden rausdrücken. Nami nicht mehr am Leben, bis jetzt 1:1 traden können, muss man hier schauen, dass man hier noch die restlichen Teammitglieder bekommt. Shen Ulti ist jetzt ebenfalls draußen, Carries leben halt hier, ziehen sich noch zurück, sehr, sehr low, muss schauen, dass er da wirklich nicht von irgendetwas Kleinem getroffen wird. Ich denke, hier ist definitiv das Team von Virtual Encounter Gaming positiv rausgegangen. Klar hat man Jarvan verloren und legt die Nami dafür getradet. Muss natürlich schauen, dass man jetzt schnell wieder in die Base zurückkommt und sich heilt. Oh, da kommt der Malphite. Oh, Malphite, Teleport, schafft es noch zu einem Ward, hat auch seine Homeguard-Schuhe am Start. Vielleicht kann man hier noch die Sona kriegen. Ist die Frage, wie viel Zeit will man jetzt investieren, um einen Supporter zu bekommen? Der lediglich 300 Goldwerk ist, hat auch hier die Feuerprobe am Start. Das finde ich nicht schlecht. Klenz und ein kräftiger hier für Tristana stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Ja, auch Nami hat die Feuerprobe gebaut. Hat sie sogar auf Cooldown. Also man hat auch gesehen, der Jarvan ist auch ganz schön schnell geplatzt. Aber natürlich hinten auch dafür
der Malphite war es, glaube ich. Ne, Nami war es, genau. Nami ist auch sehr schnell gestorben. Also dieser 1-zu-1-Trade war schon ganz okay für Virtual Encounter Gaming. Richtig, ich muss natürlich schauen, wie man jetzt weiter drauf reagiert. Harte Pings jetzt nun auf den Baron, das ist klar. Malphite hat ungewöhnlich lange überlebt. Er hat 4 HP verloren, konnte aber wirklich dann entsprechend tanken, gerade dann, wenn er sein W aktiviert. Wir müssen natürlich schauen, auch der Ezreal ist hier mit seinem Standardbild in der Lage, viel Zauber auszuhängen. Die Malphite-Ulti ging komplett daneben. TF hat er wundervoll geflasht. Er aktiviert sein Sohn ins Auglas. Ist natürlich klar, wird aber trotzdem hart im Fokus sein. Tristana aber in der Lage, wirklich viel Schaden anzurichten. Malphite versucht also ein bisschen sein Team zu schützen. TF verabschiedet sich nun und jetzt kommt halt das Team von BTA so ein bisschen zurück. Jarvan hier sehr, sehr krass abgekapselt, hat wirklich 4 HP verloren. Zek kann hier, glaube ich, sich einen Tod erlauben, hat hier seine Passive am Start, aber Tristana attackiert hier ganz einfach, kann ja einen Outcheck nach dem anderen landen. Muss natürlich schauen, dass sie nicht allzu stark disengaged und Zek verabschiedet sich, kriegt hier die Blobs noch tot, Shen sehr, sehr aggressiv, Jarvan kommt jetzt auch von hinten dazu, würde jetzt, denke ich, auf das Crescendo noch reagieren, Auto-Tags nacheinander, SOE verabschiedet sich ebenfalls, Triple Kill, vielleicht sehen wir sogar hier noch ein Penta, wenn der Slow von der Sona lang genug hält, Tristana jumpt hier noch rein, kriegt hier eventuell die Ari, nein, Sona schnappt sich die Ari, Malphite springt auf die andere Seite, Tristana natürlich mit dem Reset des Rocket Jumps sofort hinterher und ich denke, man wird das Spiel jetzt beenden. Meine Güte, es sah ziemlich lange so aus, als ob BTA Vorteile in dem Fight hatte. Wie die das jetzt gedreht haben, Tristana nicht im Fokus gewesen. Ja, man muss auch sagen, Ezreal hat sich dazu entschieden, mitten im Teamfight auf einmal den Jarvan zu chasen und war dann natürlich, als Zek wieder reingesprungen ist, gar nicht mehr dabei, hatte gerade sein Arcane-Shift benutzt, kam überhaupt nicht mehr in den Teamfight rein und dann ist Zek natürlich gedroppt, die Passive wurde ausgelöst, Tristana natürlich mit der super krassen Reichweite kann einfach auf die Blobs draufhalten und dann der Crescendo natürlich von der Sona auch wieder super schön. Richtig, hat sich diese Fähigkeit verdammt lange aufgehoben, man hat wenig investiert, um den TF zu schützen. Der TF ist wirklich im Hauptfokus gewesen, aber durch seinen Sohn, das Hourglass und durch die Tankiness, die er mittlerweile, so muss man es einfach sagen, hat. Also er hat 4 Magieresistenz, einerseits durch das Lich, nein, nicht durch das Lichband, Entschuldigung, durch die Twin Shadows, aber durch die Mercury Chats, die man nicht oft... Durch Lichband ja natürlich auch, also Lichband bringt ja auch 5% Move Speed, also durch die beiden Items natürlich ziemlich viel, Mobility. Aber der Twisted Fate war natürlich auch ziemlich schnell tot, also... Ja, aber ich finde, also so schnell war das. Er konnte mit dem Sonias Auglas vergleichsweise lange überleben. Twin Shadows decken jetzt hier die Teammember von Batem All auf, dass sie hier an dem Baron am Start sind. Müssen natürlich sich bei NTF-Ulti schon aus moralischen Gründen hier sehr, sehr gefährlich. Kommt jetzt hier rein, Shen. Ebenfalls, also muss natürlich schauen, dass man hier den Burst-Damage trotz der Shen Ulti überlebt. Schönes Taunt, man hat jetzt die Ari erwischt, kriegt jetzt hier richtig viel CC, wird sich, denke ich, in geraumer Zeit verabschieden, wird hier durch die Kante geworfen, Nami ist ebenfalls nicht mehr am Leben und jetzt holt man sich hier mit der Tristana einen Kill nach dem anderen, sie springt hier auf die Gegner drauf, upsie Daisies, der Ezreal hat sich schön verabschiedet, ich denke, ja, das, sehr schön. Ich denke, das war eher ein Grund, dass man hier langsam verliert, alle gehen jetzt hier raus, ich hoffe, dass GG geschrieben wurde, auch wieder vom Twisted Fate, einfach GG super played. Gut gemacht. Also Twisted Fate hat jetzt einfach mit seinem Sonyas Hourglass den Charme von der Ari gedodged und nach dem Sonyas Hourglass hat er es echt noch geschafft wegzulaufen und dann den Aqua Prison von der Nami zu dodgen. Also 2 CCs mit etwas längerem Cooldown hat einfach der Twisted Fate gedodged. Richtig gut gemacht, richtig sauberer Fight und vor allen Dingen, es sah kurz so aus, als ob BTA jetzt wirklich den Baron noch schafft und dann perfekt drauf, also vor allen Dingen zurückkommt. Ging aber nicht. Hat nicht funktioniert. Ihr müsst euch mit eurem Gesicht zufrieden. Tada! Wir haben sogar Licht am Start. Gut. Das war natürlich nicht schlecht. Ihr werdet nochmal ganz kurz die Statistik sehen. Das ist klar. Das Team von Virtual Encounter Gaming hat sich hier wirklich durchgesetzt. Man muss aber auch sagen, Team Composition hat hier zerrissen. Ja, auf jeden Fall. Also Twisted Fate und Shen waren sehr stark. Alles klar. Nun machen wir Folgendes. Erstmal machen wir ja das hier.